Franz Heyer als Trainingsschnellster auf dem Ford Capri Turbo wählte den rechten Startplatz in der ersten Reihe. Neben ihm überraschend Manfred Winkelhock auf dem Schnitzer BMW. Hier sind zwei Schikanen eingebaut, durch alte Reifen gekennzeichnet. Diese Reifen wurden manchem zum Verhängnis. Da wurden die Kunststoffverkleidungen leicht quadratmeterweise abgerissen, wenn man alles zusammenzählt. Das galt nicht nur für dieses Rennen. Er versucht, Höttinger an Winkelhock vorbeizukommen, gelingt ihm nicht. Natürlich spielen die routinierten Fahrer hier alle Tricks aus, um sich nicht ausbremsen zu lassen, um also in der Kurve sicher als Erster hinein und hinaus zu gehen. Und ein neuer Versuch von Klaus Ludwig heranzukommen, aber Fitzpatrick hat sich etwas abgesetzt.